Wir schauen uns am Markt an, was gibt es für Fahrzeuge, welche Vor- und Nachteile haben die. Und da wir auf eine gute Zusammenarbeit mit der RNV schon über viele Jahre zurückblicken können, gab es die fixe Idee, wie wäre es denn, wenn ein Fahrzeug in der Auslieferung, was aus Pilsen kommt, mal einen guten Boxenstopp macht und wir das Fahrzeug entsprechend testen können. Ich sage jetzt mal, von der fixen Idee bis zur praktischen Umsetzung waren es dann letztlich keine 4 Wochen. Ja, und so war die Idee geboren. Und heute und hier sind wir in der praktischen Umsetzung. Wir befinden uns im Thüringer Wald. Hier verbindet seit fast 100 Jahren die meterspurige Thüringer Waldbahn die Stadt Gotha mit der Stadt Waltershausen und der Gemeinde und Kurort Bad Tabatz. Eröffnet wurde die Strecke am 17. Juli 1929 nach 18 Jahren Planungs- und Bauzeit. Krieg und Inflation unterbrachen die Planungen immer wieder. Heute geht die Thüringer Waldbahn als Linie 4 im Netz der Thüringer Waldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH auf und verkehrt vom Hauptbahnhof in Gotha entlang der Strecke der Thüringer Waldbahn nach Bad Tabatz. Dabei bedient sie die Orte Leina, Wahlwinkel, die Stadt Waltershausen und Friedrichroda, außerdem den Haltepunkt Marienglashöhle, von dem aus man Zugang zum gleichnamigen Schaubergwerk hat. Seit 1971 wurde in Waltershausen eine Zweigstrecke in die Innenstadt von Waltershausen eingeweiht, welche seit 2007 als Linie 6 im Pendelbetrieb mit umgebauten Tatra-Wagen betrieben wird. Am Knotenpunkt Waltershausen-Gleisdreieck muss dann in die Linie 4 umgestiegen werden. Der Fuhrpark besteht zurzeit fast ausschließlich aus Altfahrzeugen, die aus Ost- und Westbetrieben zusammengekauft wurden. So haben neben den klassischen Tatra-Wagen auch immer wieder alte Duewag-Fahrzeuge aus Mannheim-Ludwigshafen den Weg nach Thüringen gefunden. Zuletzt wurden von dort die sogenannten Hängebauchschweine, die GT8NF der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, angekauft. Hier befährt der Wagen 521 den Haltepunkt Marienglashöhle.
Der Wagen wurde 1991 in Mannheim aus den ehemaligen GT6, 144 und 432 zum GT8 umgebaut. Letzterer hatte schon beim Umbau ein stolzes Alter von 26 Jahren. Somit sind die ältesten Bauteile des Fahrzeuges heute 58 Jahre alt. Mhm. 2011 kam er, wie seine Schwestern 505, 508 und 522, nach Gotha, wobei letzterer nach einem Unfall verschrottet wurde. Die neuesten Fahrzeuge im Stall sind die Basler Wagen von der Basel Land Transport AG, die ein paar Schwierigkeiten bei der Zulassung machten. Da die Fahrzeuge nicht EU-konform waren, mussten hier umfangreiche Umbauten vorgenommen werden, um überhaupt eine Neuzulassung nach BO-Strapp in Deutschland zu erlangen. So mussten unter anderem die Elektrik und das Druckluftsystem nachträglich umgebaut werden. Jetzt sind die Fahrzeuge seit 2021 mit modernisierten Zielanzeigen im Fahrgasteinsatz. Doch allgemein merkt man den Fahrzeugen ihr Alter natürlich an. Darum soll Abhilfe geschaffen werden. Im Betriebshof der TBSB treffen wir Klaus Rennau. Er ist unter anderem für das Fahrzeugneubeschaffungsprojekt zuständig, in dessen Rahmen die RNT in Gotha Probe gefahren wird. Also, herzlich willkommen bei der Thüringer Wald- und Straßenbahn. Mein Name ist Klaus Rennau. Ich bin hier beim Unternehmen der HSEQ-Manager und darüber hinaus der Bereichsleiter Instandhaltung. Und aktuell zeichne ich verantwortlich als Projektsteuerer für das Fahrzeugneubeschaffungsprogramm. Wir arbeiten ja hier schon eng in dem Bereich Fahrzeugaustausch zusammen. Das heißt, aktuell fährt ja hier im Plandienst der Wagen 505, 508 und 521. Und wir hatten eine Zeit lang ja auch die 516, Ihren Fahrschulwagen hier im Einsatz, den Sie ja zurückbekommen haben, weil es ja bei Ihnen Engpässe im Bereich Fahrzeug gab, so wie wir gehört haben. In Summe reden wir hier über eine Beschaffung von 8 bzw. 10 Fahrzeugen. Aktuell ist das so weit vorangeschritten, dass wir uns in der, ich sage jetzt mal vorsichtig, Vorstufe zur Präqualifikation befinden. Das heißt, wir schauen uns am Markt an, was gibt es für Fahrzeuge, welche Vor- und Nachteile haben die. Und da wir auf eine gute Zusammenarbeit mit der RNV schon über viele Jahre zurückblicken können, gab es die fixe Idee, wie wäre es denn, wenn ein Fahrzeug in der Auslieferung, was aus Pilsen kommt, mal einen guten Boxenstopp macht und wir das Fahrzeug entsprechend testen können? Die Anforderungen an das Fahrzeug sind multifunktional. Unser Beförderungsauftrag umfasst ja in Summe drei Säulen. Die eine Säule ist der ganz normale ÖPNV, den Sie auch kennen. Der zweite Säule ist der Schülerverkehr und der dritte Punkt ist bei uns der Ausflugsverkehr. Sie konnten ja auf unserer 27 Kilometer langen Strecke nach Bad Tabaz heute sehen, wie viele Touristen zugestiegen sind. Also das ist schon nicht ohne. Im Schülerverkehr brauchen wir jede Menge Kapazität zur Beförderung. Da ist es unerheblich, ob das Sitzplätze oder Stehplätze sind. Im ÖPNV möchte man natürlich auf kurzen Strecken auch Sitzplatzangebote darbieten. Und auf der langen Strecke haben wir das Problem, wir haben Fahrräder, wir haben Koffer zu transportieren. Das gehört alles heute dazu. Und diese Erprobungen macht man natürlich am besten am lebenden Objekt. Daher wurde Ende September 2023 der Wagen 1408 vor der Auslieferung nach Ludwigshafen zur TBSB nach Gotha gebracht, um dort den Test unter realen Umständen zu machen. Bei den hierfür benötigten Genehmigungen zeigten sich die Behörden kurz und bündig. Das Fahrzeug bei Ihnen hat eine Zulassung nach BO-Strapp und wir haben mit unserer THB gesprochen, inwieweit wir hier Konformität erklären können. Ja, und so war die Idee geboren. Unsere Probefahrt mit der Rhein-Neckar-Tram beginnt im Betriebshof der Thüringer Waldbahn und Straßenbahn. Nach einer kurzen Pause für den Fahrer, einen ehemaligen Auszubildenden der RNV, geht es auch schon los.
Fast jedenfalls. Der Regelzug der Linie 1 hat Vorrang. Dann geht es auch schon los. Die Rhein-Neckar-Tram gibt es von Skoda aus in drei verschiedenen Längen von 30, 40 und 60 Metern. Erprobt wird in Gotha allerdings nur der 30-Meter-Zug. Und das hat seinen Grund. Also per Stand heute ist unsere Infrastruktur ausgelegt, 30-Meter-Züge entsprechend aufnehmen zu können. In den Haltestellenbereichen können wir mehr. Wir fahren ja heute auch mit, ich sage jetzt mal, Traktionsbetrieb. Das heißt, zwei Tatras aneinander gekuppelt bin ich beim 40-Meter-Zug. Also insofern wäre es auch denkbar, vielleicht in ferner Zukunft mal über den 40-Meter-Zug nachzudenken. Aber der erste Step sind erstmal 30-Meter-Züge hier im Unternehmen einzusetzen. Wir durchfahren den Stadtteil Sundhausen und machen einen kurzen Abstecher zum Krankenhaus, dem neuesten Streckenabschnitt in Gotha. Nach einer kurzen Fahrt durch die Wendeschleife am Krankenhaus verlässt unsere Bahn auch schon Gotha und fährt nun über Land Waltershausen entgegen. Es ist schönes Wetter und relativ viele Ausflügler, aber auch einige Familien besteigen den Zug. Nach wenigen Minuten erreichen wir Boxberg, den ersten Halt außerhalb Gothas. Hier ist auch schon unsere erste Zugkreuzung. Eine Thematik, die uns heute häufiger begegnen wird, denn die komplette Strecke ist, bis auf die Ausweichstellen, eingleisig. Nach einem kurzen Stopp geht es weiter Richtung Tabarz. Der Zug passiert den kleinen Ort Wahlwinkel. Ein Haltepunkt, der vielleicht bald Ausgangspunkt einer neuen Linie werden könnte. Sie soll ab Wahlwinkel nach Waltershausen führen und ab dort gemeinsam mit der dann verlängerten Linie 6 nach Langenhain verkehren. Wir hatten unlängst eine Umfrage über die Bauhaus-Uni gemacht, inwieweit wir die Linie 6 in Waltershausen, in das Gewerbegebiet, erweitern können. Und da ist ein Zweirichtungsfahrzeug natürlich ideal, weil ich brauche keine Wendehaltestellen, sondern ich fahre im Prinzip vor Kopf. So machen es ja auch andere Verkehrsbetriebe heute vor. Ist ja letztlich ein Kostenfaktor. Wir erreichen nun Waltershausen und fahren durch die Innenstadt zum Bahnhof und wieder zurück zum Gleisdreieck. Hier heißt es wieder warten, bis der Regelzug kommt.
Und wir warten lange, denn hier kreuzen sich zusätzlich auch die Regelzüge untereinander. Zeit, um das Dreieck zu erkunden. Und wir werden schnell fündig. Etwas versteckt von der Straße aus steht im Freizeitzentrum Waltershausen der Wagenteil A des Triebwagens 412, der 1963 an die Straßenbahn Mannheim-Ludwigshafen geliefert und 1991 an die TBSB weitergegeben wurde. Heute fristet er im TBSB-Lack im Freizeitzentrum als Eisbahn sein Dasein. Obwohl es auf den ersten Blick nicht so aussieht, geht es auch ab Waltershausen eingleisig weiter. Denn die Strecke der Thüringer Waldbahn verläuft hier parallel zu den Gleisen der großen Bahn, auf denen heute die Erfurter Bahn verkehrt. Wir verfolgen ein wenig die reguläre Linie 4. Am Haltepunkt Marienglashöhle dann ein erneuter Halt zur Zugkreuzung. Zeit für ein direktes Feedback vom Kunden. Sie ist eigentlich ganz schön. Ich finde das schön, dass mal wieder was Modernes jetzt hierher kommt nach Gotha. Ja, aber natürlich haben die alten Bahnen nicht seinen Charme. Mit denen fährt man natürlich auch sehr, sehr gerne. Aber es ist schon ein angenehmeres Fahren. Also, das ist schöner, finde ich, ein bisschen. Und leiser. Naja, wenn wir jetzt mit den älteren Fahrzeugen fahren, merkt man schon, wenn man beispielsweise Kopfhörer drin hat, man hört die Musik nicht, sondern man hört eher das Rauschen der Bahn. Und ich glaube, hier habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass es so laut ist und so penetrant, das Rauschen. So. Dann kommt auch schon der Gegenzug. Eine Tatra. Und weiter geht die Fahrt. Nach wenigen Minuten Fahrt erreichen wir dann unser Ziel Bad Tabatz. Hier endet aktuell die Thüringer Waldbahn in einer Wendeschleife. Diese benötigt die Rhein-Neckar-Tram als bidirektionales Fahrzeug natürlich nicht. Daher muss die Weiche hier von Hand gestellt werden. Zeit für Fotos. Denn das Aufeinandertreffen alter und moderner Fahrzeuge in Gotha ist natürlich ein großes Ereignis, welches auf den Mikrochip gebannt werden muss. Das Bedienen der RNT in Gotha benötigt noch etwas mehr Fingerspitzengefühl als sonst. Denn die TWSB fährt im Vergleich zur RNV mit einer niedrigeren Spannung. So sind es im Thüringer Wald 600 Volt, im Rhein-Neckar-Raum sind es ca. 750 Volt. Doch die RNT benötigt als Neufahrzeug natürlich etwas mehr Energie. Das führte auch schon dazu, dass die RNT bei zu starker Beschleunigung den kompletten Verkehr in einem Versorgungsabschnitt zum Erliegen brachte. Heute jedoch läuft alles reibungslos. Nach unserem Aufenthalt in Bad Tabatz geht es durch den spätsommerlichen Thüringer Wald zurück nach Gotha.
Am Haltepunkt Marienglashöhle muss dann erneut die Weiche gelegt werden. Der Zug passt mit seinen 2,40 Meter Breite nicht am Bahnsteig vorbei. Aber das kann man ja dem Neufahrzeug bei den ganzen anderen Vorteilen gerade noch verzeihen. Auch auf der Rückfahrt ist das Fahrzeug sehr gut besucht. Wie kommt es denn an? Eine Runde mitgefahren, ja. Es ist schon ein angenehmes Äußeres. Erscheinungsbild, Sitze sind auch bequem. Platzbedarf hätte ich gedacht, ist ein bisschen eng zum Durchlaufen. Aber man will ja auch Personen befördern, also da ist es schon schwierig. Man muss dann schon Kompromisse eingehen. Wahrscheinlich gibt es auch Zeiteinsparungen, dann fährt ja auch zügig. Dann kann man da auch was optimieren, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob es so geplant ist. Ansonsten eigentlich rundum eigentlich gut. Und sind denn Erweiterungen in Planung? Also diesen Anforderungen werden wir natürlich mit den Fahrzeugen gerecht werden. Und zwar dergestalt, dass es also zukünftig eine Ausweitung auf dem Aster Linie 3 geben wird. Die ist vom Aufgabenträger gewünscht. Das heißt, wir verkehren dann hier von Gotha West direkt zum Ostbahnhof. Das heißt, von der Wohnstadt quasi in die Arbeitsstadt und zurück. Dementsprechend werden auch bereits neue Weichen für die Infrastruktur angeschafft. Und wir haben da noch einiges vor uns. Banken machen Stresstest. Wir haben den Stresstest in zweierlei Hinsicht gemacht. Einmal Stresstest für das Fahrzeug in unsere Infrastruktur und zum anderen den Stresstest natürlich der Infrastruktur mit dem Fahrzeug. Und darüber hinaus haben wir die Synergien genutzt, die wir erzielen können, indem wir natürlich auch unserer Bevölkerung das Fahrzeug vorgestellt haben und dann auch noch das Nutzungsverhalten erfragen. Alles in allem war der Testlauf also ein voller Erfolg für Fahrgast und Unternehmen. Wir hoffen, dass die 10 gewünschten Fahrzeuge möglichst bald in Gotha ankommen. Denn eines ist klar, ein moderner Nahverkehr ist heute nur noch mit Neufahrzeugen möglich, der Nostalgie zum Trotz. Wir wünschen der Thüringer Waldbahn viel Erfolg auf dem Weg zu Neuem. Hier im Thüringer Wald.